Alles könnte gut sein. Heute mit Harald Welzer, Sozialpsychologe und utopischer Realist. Er trifft Maja Göpel, Politökonomin und optimistische Utopistin. In einem Kölner Club tauschen sie positive Gedanken aus. Durch die Sendung führt Rebecca Link. Und ich sage hallo und herzlich willkommen zu Alles könnte gut sein. Wen wir noch nicht vorgestellt haben, und das möchte ich auf jeden Fall noch machen, ist Sophie Hunger, die heute Abend hier bei uns ist. Sie hat ein neues Album gemacht, Halluzinationen, und wird uns daraus 3 Songs vorspielen und singen. Ja, und da sind sie, die Gäste, am Tresen. Der isländische Schafzüchterverband ist es, glaube ich, der dieser Tage 2 Schaflängen Abstand empfiehlt. Ich glaube, die halten wir so ganz gut ein, oder? Denk schon. Passt ganz gut, ne? Ja, ich würde an dieser Stelle sehr gerne erstmal unser Publikum begrüßen, das wir tatsächlich haben. Hallo und herzlich willkommen. Die Regeln für diesen Abend sind eigentlich nur 2. Also davon abgesehen, dass ich keine Ahnung habe, was hier heute passieren wird, worüber ihr euch unterhaltet. Das wissen wir alle zusammen nicht. Die Regeln sind eigentlich nur, wir denken heute Abend nur nach vorne und wir versuchen sowas wie Lösungsansätze zu finden. Ist ja gerade auch so eine Zeit, wo sich Leute Lösungen wünschen. Wir unterliegen ja alle den gleichen Einschränkungen und Regeln so im Alltag. Und deswegen ist das wahrscheinlich eine ganz gute Gelegenheit, sich mal über was Positives zu unterhalten. Aber damit es gut läuft, was trinkt ihr, Maja? Gin Tonic. Machen wir. Und? Wasser und ein Single Malt. Okay. Ja, Corona. Ist doch ein ganz guter Einstieg, oder? Für diesen Abend. Versuchen wir mal einen Corona-Einstieg. Corona? Ja, ist aus. Tut mir leid. Wird gerade nicht so nachgefragt. Naja, Corona ist ja vielleicht nicht nur eine schlechte Sache. Also ich habe gerade was gelesen, dass wir im Februar nach einer Meinungsumfrage in Deutschland 46% der Leute der Auffassung waren, dass unser Zusammenhalt gefährdet ist. Wenn man dieselbe Befragung jetzt macht, sind nur noch 36% der Meinung. Das heißt, hinsichtlich Zusammenhalt hat sich möglicherweise was zum Positiven verändert. Und es ist ja interessant, oder? Dass durch so eine eigentlich unglaubliche, bedrohliche Situation sich innerhalb der Gesellschaft Dinge anders drehen, als sie vorher gewesen. Ich habe sowieso den Eindruck, wir waren vorher eher in so einem hysterischen Modus, also von wegen Gesellschaft funktioniert nicht, schlecht organisiert und so weiter. Plötzlich sieht man in der Krise gar nicht so übel, wie das Ding funktioniert. Es muss natürlich mega Vorsicht sein, Corona war eigentlich gar nicht gut für irgendwas, ne? Aber wenn eine Krise schon mal da ist, ja, das ist doch vielversprechend fürs Positive. Nein, aber wenn die Krise schon mal da ist, war ja jetzt auch Mittwoch noch eine Studie von Moin Common, die auch gesagt haben, ja, viele Deutsche sind eigentlich stolz auf ihr Land, wie es eine Krise gemeinsam meistert, 68%, jetzt nicht wenige, und 14% sind eigentlich zufriedener mit ihrer Demokratie als vorher. Und ich denke auch, gerade wenn wir jetzt so schauen, wie die Berichterstattung da ist, ist doch eigentlich was Positives dahinter. Und was spannend ist eben bei Moin Common mit ihrer ganzen Studie, ist, dass die immer gucken, was ist denn eigentlich eher so diese nicht so beobachtete, medial inszenierte Mehrheit und wie denkt die denn eigentlich? Und das ist, glaube ich, das Ermutigende in vielen etwas hysterischen Berichterstattungen. Ja, hysterische Zeiten und sozusagen immer der Blick auf das Negative. Und ich fand ja zum Beispiel irre, wenn man sich das mal überlegt, dass ab dem März, wo jetzt wirklich für die meisten Leute eine objektiv schwierige Situation entstanden ist, besonders für Familien mit Kindern, jobmäßig, alles das brauchen wir ja nicht zu wiederholen, haben ja alle erlebt, dass doch irgendwie eine gigantische Mehrheit einfach gesagt hat, ist zwar doof, müssen wir jetzt aber machen. Und ich finde das für Demokratie eine total irre Geschichte, dass eine Mehrheitsbevölkerung total kooperativ ist. Und ich finde, das ist fast ein bisschen zu wenig wahrgenommen worden, weil
Im etwas größeren Sinne bedeutet das ja, wir haben eine extrem demokratiefreundliche, kooperationsbereite Mehrheitsbevölkerung. Und ich finde, das kann man aus der Politik auch mal mitteilen, dass man irgendwie sagt, also die Kanzlerin hat es, glaube ich, neulich mal gesagt, hat gesagt, danke Leute, war super, wie ihr das gemacht habt. Aber ohne so eine Übereinstimmung, so eine Komplizenschaft mit dem Richtigen, funktioniert eine Demokratie nicht. Ja, und das Richtige, das ist ja das Interessante, ne? Also wie kann man da vielleicht auch so ein bisschen ansetzen? Wie kriegen wir das in andere Bereiche? Also viele haben ja immer gefragt, was sind die Parallelen zum Klimawandel? Und warum geht das bei Corona, dieses sich einschränken und für andere etwas tun, was uns ja im Bereich Klima so schwerfällt? Und jetzt gerade heute ist auch eine Petition gestartet für Klima vor 8. Also ne, weil diese Berichterstattung darüber... Was passiert eigentlich tagtäglich in diesen Corona-Entwicklungen? Wie haben unsere Veränderungen dann auch dazu beigetragen, dass wir diesen Trend brechen, diesen negativen Trend? Und da gab es schon länger die Idee zu sagen, warum haben wir denn immer nur Börse veracht? Also dieses Flackern der Kurve der Finanzmärkte, die immer weniger mit unserem Leben zu tun haben und sehr viel mit dem Reichtum weniger Spekulanten. Warum machen wir nicht eine Aufklärung, ähnlich wie die Wissenschaftskommunikation über Corona, eben tatsächlich über CO2-Entwicklung und Klimaveränderung und wie dann auch tatsächlich Veränderungen von Menschen dazu beigetragen haben, Innovationen, politische Veränderungen, Länderstrategien vergleichen, all das, was wir mit Corona so gemacht haben. Und wer schafft es denn eigentlich, wirklich diese CO2-Reduktion voranzutreiben? Und innerhalb von einer Stunde 500 Retweets, das ist jetzt nicht schlecht. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass eigentlich eine Bereitschaft da ist. Naja, es tut sich einfach eine Menge. Wobei, wenn ich so ein Klima vor 8, wäre es mir unheimlich, wenn dann die neuesten negativen Nachrichten immer vor 8 kommen. Und danach kommt dann irgendwie die Bauhausreklame oder sowas, ja, wenn es gut werden soll. Oder wie ist der Slogan von denen? Also wenn, dann müsste doch der Twist... Besser als eine SUV-Kampagne kommt. SUV-Kampagne. Also der Twist müsste doch eher so sein, was läuft eigentlich gut, beziehungsweise was kann man machen? Was ist der Beitrag dafür? Ich finde, wir haben ja bei der Klimadiskussion das große Problem, dass das immer alles so apokalyptisch ist. Und ich glaube ja, dass es viel Grund gibt, da Negatives zu sagen. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist sozusagen die positive Handlungsperspektive. Weil man kann ja eine Menge machen. Ja. Aber das war ja Teil der Idee. Also das gehört für mich ja zu den ungelösten Rätseln der Menschheit, wie in einem der reichsten Länder der Erde, einem der freisten Länder der Erde, eine Kanzlerin sagt, wir schaffen das, und man macht 5 Jahre später Sondersendungen dazu, ob der Satz gestimmt hat oder nicht. Das muss man sich mal reinziehen. Ja? Das ist wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Und das merkt noch nicht mal mehr einer. Finde ich total irre. Oder dass wir immer nur drauf gucken, was wir alles verlieren, 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 wenn wir unsere Art des Wirtschaftens verändern, anstatt, das ist ja auch in Corona so deutlich geworden, vielleicht brauchen wir mal wieder ein Wachstum der Ökosysteme, damit die Viren nicht so rüberspringen. Vielleicht brauchen wir ein Wiedererwachsen der Gesundheitsversorgungsdichte, einfach mehr Personal, nicht so alles auf Effizienz getrimmt. Ein Wiedererwachsen von der Betreuungsdichte in unseren Kindergärten. Also es ist ja auch immer die Frage, was lasse ich los und was kann dafür entstehen auf der anderen Seite? Ja. Und diese Diskussion weiterzutragen, das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Ja, und was ich interessant finde, ist, wenn man sozusagen die Wirklichkeit nach anderen Nachrichten abscannt, dann findet man ja erstens Dinge, die wahnsinnig interessant und hilfreich sind in der Hinsicht. Also wer macht was? Und gleichzeitig findet man ja auch Dinge, die haben so gar nichts mit der Bürde der Abwendung der Apokalypse zu tun, sondern sie sind einfach cool. Ja? Ich habe jetzt eine Anfrage bekommen, einen kurzen Satz hinten auf ein Buch schreiben zu sollen. Dafür habe ich das Buch dann erstmal gelesen. Und dieses Buch ist ein wahnsinnig interessantes Buch, wie ich dann zu meiner Überraschung festgestellt habe. Und das heißt Fliegen lassen. Und du kennst das, ne? Oder du kennst zumindest das Projekt. Ich kenne Reckhaus, der kommt aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass aus Bielefeld, obwohl und so weiter, doch tatsächlich... Mit ICE-Bahnhof. Mit ICE-Bahnhof, der gelegentlich angesteuert wird, dass da jemand ein Buch geschrieben hat, mit einer ganz überraschenden Geschichte, weil die Person, die das Buch geschrieben hat, ist im Hauptberuf Fabrikant
und macht ein Unternehmen, was sich mit Insektenvernichtung ursprünglich beschäftigt hat. So, und ich erzähle es mal ganz kurz, weil ich das so absolut irre finde. Und dieser Mensch hat vor 10 Jahren eine neue Fliegenfalle entwickelt und hat sich überlegt, wie vermarkte ich denn diese Fliegenfalle? Weil konventionelle Werbung ist blöd, Kunst ist gut, Künstler haben immer super Ideen. Dann trifft er 2 Schweizer Künstler, um diese Fliegenfalle vorzustellen und denen zu sagen, macht euch mal Gedanken, wie wir das Zeugs vermarkten. Daraufhin sagen die Künstler, sie töten Tiere. Wie kommen sie auf die Idee, dass wir das vermarkten würden? Das ist total schlecht, was sie machen. Daraufhin fährt der Fabrikant total frustriert nach Hause, lässt ihn aber nicht los, wie die darauf reagiert haben. Fährt dann zum zweiten Mal hin und sagt, ihr habt recht. Aber was machen wir denn jetzt? Das ist mein Job, das zu machen. Das ist eine Fabrik in 3. Generation. Und dann entwickeln sie etwas, was heute Insect Respect heißt, nämlich ein Label dafür, wie man eigentlich Dinge kompensiert, das heißt wieder gut macht. Das heißt, für alles das, was über so eine Form von Insektenbekämpfung irgendwo eingeschränkt oder auch noch getötet wird, legt man woanders Wiesen an, Insektenbiotope und so weiter und so weiter. Und die haben so abgefahrene Ideen gehabt, um das dann zu vermarkten, zum Beispiel ein Preisausschreiben zu machen für Fliegen, wo eine Fliege einen Wellnessurlaub bekommen kann und mit der Lufthansa zu dem Wellnessort fliegt. Und hat auch einen eigenen Platz bekommen mit der Bordkarte Erika Fliege. Und das und ist schon mit Atmosphärkompensation selbstverständlich. Und ich finde, und am Ende kommt bei der ganzen Chose raus, der hat jetzt sein Unternehmen total umgestellt, sozusagen von der Vernichtung hin zur Erhaltung, hat dieses Label entwickelt, was andere vergleichbare Unternehmen auch beantragen können. Und man kriegt unternehmerisch plötzlich einen ganz anderen Twist. Ja? Und ich finde, das ist eine irre Geschichte, ja? Dass Leute sozusagen sich auch trauen, das ist wirtschaftlich gefährlich, sowas zu machen, das trauen, das zu machen, weil er sagt, das ist das 21. Jahrhundert. Wir können nicht so wie im 20. Jahrhundert mehr. Wir sind auf so einem relativ hohen Niveau, finde ich, unterwegs. Also wir sind gerade echt viel bei Leuten, denen es gut geht. Ne? Also die sich leisten können, über so eine Sachen nachzudenken. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es gerade relativ viele Leute gibt, denen es auch rein wirtschaftlich durch die Umstände, in denen wir leben, nicht so ganz gut geht. Also wo finden wir für die den Anpack? Also ich meine, wir haben wahrscheinlich eine ganze Menge Geschichten zu erzählen. Was mir spontan dazu einfällt, jetzt völlig andere Abteilung, nicht Klima, nicht Öko, aber ein soziales Projekt. Ich habe gerade gelesen über die Oldtimer-Werkstatt der Diakonie Essen. Und das ist zum Beispiel auch was Interessantes. Die restaurieren Oldtimer, aber nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vorher aus dem Arbeitsmarkt völlig draußen waren, wegen Gesundheitsproblemen, Alkohol, Dauerarbeitslosigkeit und sowas. Und haben jetzt diese Werkstatt aufgebaut. Und Oldtimer sind ja viel nachhaltiger als E-Autos zum Beispiel. Und das ist eine interessante Geschichte, wo man sagt, wir fangen doch lieber mit den Dingen was an, die es gibt, kombinieren das mit sozialen Fragestellungen, sozialen Projekten und schaffen Arbeitsplätze, die Spaß machen, die sogar dann zum Teil selbstbestimmt sind und positive Erfahrungen für die Leute ermöglichen und hinterher ist ein altes Auto wieder fahrbar. Solche Sachen, wahnsinnig gut. Also wir können uns über viele soziale Projekte unterhalten, die auch für unser zugegebenermaßen etwas unsozialer in den letzten 30 Jahren gewordenes Land tatsächlich dem gegensteuern. Und ich glaube auch, der interessante Punkt wird immer dort sein, wo wir ökologische Fragen im weitesten Sinne mit sozialen Fragen verknüpfen. Da gibt es eine Menge, wo man was dazu sagen kann. Jetzt verknüpfen wir aber unser weiteres gemeinsames Erleben mit musikalischen Fragen. Boah, das war die Überleitung from hell. Es tut mir leid, so viel Hunger haben, aber ich freue mich, dass du da bist. Von Anfang an ganz ohne Zwang, kaleidoskopische Visionen. Das Leben zieht an mir vorbei. Gewiss, ich sollte mich schämen, Halluzination. Ich bin euch treu geblieben, mich kann keiner lieben, mich kann keiner lieben. Ich
erzähle was, was du nicht siehst. Mit jeder Faser kann ich's spüren. Das Leben zieht an mir vorbei. Der Teufel soll mich heulen. Meine Seifenblasen, geheime Wesen. Ich möchte mit euch schlafen. Hallo, Halluzinationen. Ich klopf die ganze Nacht an eure Tür. Hallo, hallo, Halluzinationen. Ich liebe euch und hasse euch und kann mich nicht mehr wehren. Wie lange noch werde ich euch gehören? Wie lange noch werde ich euch gehören? Ich gehe mit jedem Tag ein bisschen mehr verloren. Hallo, Halluzina. Halluzinationen. Ich liebe euch und hasse euch. Ich kann mich nicht mehr wehren. Sophie Hunger, meine Damen und Herren, hallo. Nochmal schön, hallo, dass du da bist. Ich habe gelesen, dass du ein gewisses Faible für Tauben hast. Und ich glaube, das lässt sich ein bisschen übertragen auf die Situation, in der wir hier heute Abend zusammen reden. Es geht ja um Zukunftsfähigkeit. Und ich glaube, die Taube und die Zukunftsfähigkeit, da gibt es durchaus Überschneidungen, oder? Ja, ich hoffe es. Also ich habe in der Zeit, in der ich das Album geschrieben habe, kam eine Taube in meine Wohnung geflogen und ich habe sie versucht, so schnell wie möglich loszuwerden. Und als ich es dann geschafft habe, habe ich mich gefragt, warum ich mich so ekle vor ihr, wo sie doch eigentlich zu mir kam. Und es war auch so eine Zeit, in der ich mir gehofft hätte, dass öfters mal jemand durchs Fenster reinkommt. und habe dann ein bisschen mich informiert über die Taube und habe gemerkt, dass das ein Tier ist, das zu einer anderen Zeit vor 150 Jahren sehr begehrt war und von uns verehrt wurde. Und zwar, weil es Funktionen erfüllte, die Leistung erbrachten. Also ihr Kot war der beste Dünger, sie war im Nachrichtendienst wichtig, sie hatte medizinische Funktionen, sie wurde gegessen. Und dann irgendwann verlor sie diese Funktion. Also das Huhn verdrängte sie, weil das Huhn selbst im größten Stress halt noch ein paar Eier raushaut. Und im Nachrichtendienst kam wohl das Morsen, in der Landwirtschaft der Stickstoff und in der Medizin das Antibiotika oder so. Und mit jedem Mal, wo sie eine Funktion verlor, wurde sie weniger geliebt. Also bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, ja, das ist nur Dreck und Krankheitserreger. Und aber sie ist immer noch da. Ne? Also sie ist immer noch da. Und ich finde, auf einmal wurde mir klar, was Diskriminierung, wie das funktioniert. Anhand der Taube. Ja, also man kann an diesem Beispiel der Tauben sehr gut sehen, was mit uns auch passieren könnte, falls wir mal unsere Funktion verlieren würden. Und kann sich dann fragen, ob wir alles nur nach dem bewerten sollten. So, und den Ball, den spielen wir jetzt schön rüber zu den beiden da hinten, Maja und Harald. Zu Tauben fällt mir nicht so extrem viel ein, aber mir fällt was zu Sophie Hunger ein, weil ich persönlich bin total happy, dass sie heute Abend hier spielt. Und ich erzähle noch mal eine ganz kurze Geschichte über ein Konzert von Sophie Hunger, was ich vor 10 Jahren gesehen habe in Essen. Und damals war, mancher wird sich vielleicht daran erinnern, gab es die Geschichte, dass in Chile 33 Bergleute verschüttet worden sind. Und es war ein riesiger Medienhype, ob die jetzt gerettet werden oder nicht.
Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass Sophie Hunger auf die Bühne kam und darauf Bezug genommen hat, weil das Ganze war in Essen, auf der Zeche Zollverein, also Bergbau. Und sie hat nicht das Erwartbare gesagt, nämlich irgendeine rührselige Hoffnungsgeschichte, sondern sie hat gesagt, dass sie es total finster findet, wie Leute, die Tag für kein Geld eine total üble Arbeit machen, nur dann in den Medien auftauchen, wenn sie plötzlich mal irgendwie gefährdet sind oder wo man eine große Geschichte draus mache. Und niemand spricht über die Arbeitsbedingungen, niemand spricht über die Situation, niemand spricht über die Ressourcen, sondern dann nur über die sozusagen mit Rührseligkeitsfaktor ausgestattete Geschichte. Und das fand ich eine coole Sache, weil ich finde, dass die Funktion oder die Aufgabe von Leuten, die eine Öffentlichkeit haben, auch immer sein muss, Dinge anzusprechen, die Menschen, die keine Öffentlichkeit haben, nicht ansprechen können, die sie aber vielleicht selber denken. Und das hat mich damals, mal davon abgesehen, dass es ein super tolles Konzert war, das ist mir in Erinnerung geblieben, fand ich einfach toll. Ja. Da gibt es ja auch schon wieder eine Analogie im Grunde genommen zu dem, was wir gerade hatten mit den systemrelevanten Jobs. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass nicht eigentlich vorher klar war, dass es in den Schlachtbetrieben weder den Tieren noch den Menschen in irgendeiner Weise aus einer Perspektive einer aufgeklärten, sich für zivil haltenden Gesellschaft gut geht. Oder eben auch tatsächlich die Bedingungen, unter denen Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger, aber auch Erzieherinnen versuchen, das uns Wertvollste, nämlich die Menschen, die sich nicht mehr alleine helfen können, zu versorgen oder noch nicht alleine helfen können. Das war ja alles da. Und auf einmal in so einer Krise, wo man darauf angewiesen war, ganz ähnlich, wurde da ein Scheinwerfer drauf gehalten. Und jetzt sind wir aber dabei, dass wir nicht mehr unbedingt darüber diskutieren, wie man das strukturell tatsächlich verändert. Das heißt, da ist ja diese Verbindung zwischen dem sozialen Moment, den du auch erwähnt hast, und dem politischen durchaus vorhanden. Und deshalb ist es einmal ganz, ganz wichtig, Initiativen und die BSR, also Berliner Stadtreinigung, auch neue Akteure, die wirklich versuchen, etwas zu bewegen vor Ort, ne, in meinem Wirkraum, was ist denn der eigentlich, zu sagen, wir wollen eine Zero-Waste-Stadt, also eine Null-Müll-Stadt, alles soll möglichst im Kreis und recycelt werden oder eben nochmal genutzt werden. Und jetzt gibt es die Noch-Mall, also nochmal Mall, ich weiß nicht, warum man dieses Englische rein muss, aber jetzt irgendwie schon 15.000 Artikel in einem alten Baumarkt, in diesem Fall zum Angebot und mit Upcycling, Repair Café und so weiter, wo eben von den Recyclinghöfen, oder ich kann es selber abgeben, die Dinge, die einfach noch nicht, die zu schade sind, einfach zerstört zu werden. Und so passiert ja viel und ich finde das unheimlich wichtig, auch diese Verbindung zwischen Menschen in der realen Welt. Also wir schweren uns immer alle das Durchdrehen auf Twitter und sowas, aber was man ja häufig merkt, dass in dem, wo ich gemeinsam etwas tue, solche Differenzen, die ich vielleicht sonst als unüberwindbar empfinde, wenn ich versuche, meinen besten Weg in die Zukunft zu beschreiben, auf einmal so ein bisschen im Grunde genommen nach hinten rutschen kann. Aber du hast gerade was ziemlich Irres angesprochen, ja? Dass wir uns über irgendwelche Gruppen im Internet sozusagen Tage, Wochen, Monate lang irgendwie diskutieren können, dass die Leute möglicherweise sogar politische Perspektiven beeinflussen. Aber dass zum Beispiel 40% der Menschen in diesem Land ehrenamtlich engagiert sind, finde ich ehrlich gesagt relevanter als irgendwelche komischen Gruppen im Internet oder sowas. Ja? Zumal die ja nichts tun, außer im Internet zu sein. Und ich finde das schon eine spannende Geschichte, wenn man unsere Welt nochmal von gewissermaßen von unten anguckt. Und das war ja auch der Punkt, wo du jetzt gesagt hast, systemrelevant. Naja, das Ehrenamt ist schon ziemlich systemrelevant, weil unglaublich viel auch in der Corona-Krise nicht gelaufen wäre ohne das Ehrenamt. Oder in der 2015 Flüchtlingszeit eine Wahnsinnsgeschichte, wie Leute sich aus freien Stücken, weil sie es gut finden, weil sie es für sinnvoll halten, da reinhängen und Dinge tun. Ich habe mal einen Satz gehört im Zusammenhang dieser sogenannten Flüchtlingskrise damals. Haben wir so öffentliche Veranstaltungen gemacht, welches Land wollen wir sein? Und da meldete sich ein älterer Herr und sagte, ich bringe Flüchtlingen bei, wie man Fahrräder repariert. Warum? Weil ich es kann. Das ist ein cooler Satz. Ja, weil wenn man etwas kann,
bedeutet das auch eine Verantwortung zu haben. Mhm. Ja? Und warum nicht das weitergeben? Weil das ist eine Win-Win-Geschichte. Mhm. Ja? Und ich finde, wenn man so an die Sachen rangeht und über das ganze Spektrum, Öko, Klima, Soziales und so weiter, kriegt man vollkommen andere, übrigens auch eine Perspektive für ganz andere Bündnisse. Mit wem Absolut. Arbeitet man denn ja. zusammen? Und dann lässt sich das Digitale und das Echte sogar gut verbinden. Aber was mir noch über den Weg gelaufen ist, war, dass eine Kommune plötzlich sich digital ganz anders aufgestellt hat. Bühl, die Stadt Bühl, die hat ein kommunales Portal aufgemacht, wo man also nicht auf die kommerziellen sozialen Netzwerke und so weiter angewiesen ist, sondern die haben kommunales gemacht mit dem originellen Namen Palim Palim. Die Älteren unter uns werden sich an Didi erinnern und den berühmten Palim Palim Sketch. Aber da können sich dann Leute für einen Chor verabreden, die können irgendwie ihre Produktionen teilen und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich das Coole an so einer Krisensituation, dass plötzlich Ideen entstehen und sofort umgesetzt werden, die unter den Normalbedingungen immer mit dem geht ja nicht, nee, müssen wir erst und so weiter, ja wollen die Leute vielleicht nicht, und aber Facebook kann das ja doch besser und so. Ups, sondern es gibt so alle Masken nähen, die vorher niemals ihre Produktion Masken kurzfristig nähen, whatsoever, ja, und so eine Sammlung dessen, was jetzt eigentlich in den letzten Monaten eigentlich so mal Positives passiert ist, wäre schon eine ziemlich gute Sache, weil man daraus was lernen kann. Ich finde ja, Corona ist eine Lerngeschichte. Und wenn alles normal läuft, gibt es so wenig Gelegenheiten zum Lernen, sondern lernen die Leute immer was Falsches. Autos müssen größer werden oder sowas, ja? So Merkwürdigkeiten. Aber in dieser Zeit kann man vielleicht Dinge lernen, die für die Zeit danach sehr hilfreich sind. Wir haben ja zwischenzeitlich so diese kleine Talfahrt gehabt, wo wir auf einmal gedacht haben, wir besinnen uns jetzt auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben und so. Ne? Aber dann kommen wir halt langsam wieder raus aus so einer Krise, und dann gibt es natürlich eine Autoindustrie, die sagt irgendwie, wir brauchen aber auch Förderung, jetzt geht es ja so schlecht. Ne? Also wie schaffen wir es, dass wir nicht am Schluss doch wieder ganz viele SUVs bauen? Na, indem wir solche Sendungen machen wie diese hier. Ja, also mal ganz ernsthaft. Also man muss ja einfach mal die Optik verändern. Also die Autoindustrie macht Behauptungen über die Welt, wie sie ist. Und die Welt, wie sie ist, die braucht immer mehr Autos. Und zwar nicht immer nur mehr Autos, sondern immer noch größere Autos mit irgendwie noch mehr Airbags drin oder so. Wir können doch eine andere Behauptung machen. Wir können doch sagen, brauchen wir gar nicht. Quatsch. Gibt viel zu viele davon. Wir hätten zum Beispiel geringere Boden- und Mietpreise, wenn es weniger Autos in den Städten gäbe, weil die nehmen den Platz weg. Wir diskutieren über Mieten, wir diskutieren über Immobilienpreise. Niemand spricht dafür, wie viel Platz in der Stadt für Autos verwendet wird. Und so, das heißt, wir können doch einfach mittels solcher Sendungen, mittels solcher Diskussionen, mittels solcher Einwürfe einfach sagen, wir definieren unsere Wirklichkeit doch jetzt mal ganz anders und gucken mal, wie weit wir kommen. Und das ist ja, das Absurde ist ja immer, eigentlich sind ja diejenigen, die was anderes vorschlagen, die müssen sich immer rechtfertigen. Während die, die pausenlos das Falsche machen, sich nie rechtfertigen müssen. Weil das so aussieht. Aber das ist sowieso im Moment die absolut faszinierendste Beobachtung. Ne? Jede Studie, die in irgendeiner Weise Nachhaltigkeit berücksichtigt, es sind ganz viele Studien jetzt, wie die Konjunktur wieder laufen muss und so weiter, das ist ja genau, das kann ich ja nur als positiv eigentlich definieren, wenn ich genau das Ökologische komplett weglasse. Alle Studien, die das Ökologische drin haben, sagen, Business as usual, keine gute Zukunft. Und trotzdem im öffentlichen Diskurs sitzt Business as usual, meist breitbeinig zurückgelehnt da im Sessel und sagt, ja, lass sehen, Baby. Du musst dich rechtfertigen in einer Tour, ohne dass in irgendeiner Weise sich kurz rückbesinnt wird, dass du dich auf die Studien beziehst, wo Business as usual echt eine doofe Idee ist. Wollen wir das mal kurz sacken lassen, während wir, und ich sag's nochmal mit großer Freude, einen Song hören, der da heißt Rote Beeten aus Arsen. Deutsche Frau, du bist ganz genau, wenn du deinen Käfig misst. Deutsche Frau, du bleibst dir treu, selbst wenn es deine Seele frisst. Deutsche Frau, ich werde blau, wenn du mir in die Augen siehst. Deutsche Frau, komm, gib dich auf, ich zeig dir was, was ewig ist.
Du bist so stolz marschiert, hast alles einkassiert. Doch hältst du mich wie jemand, der erfriert. Ich hab die weißen Hemden von deinem Mann gesehen. Du hast ihn so verraten, lässt mich durch alle seine Zimmer gehen. Die Suppe, die du kochst, rote Beeten aus Arsen. Das Böse ist banal und niemals ein Versehen. Du bist so schnell gerannt, hast alle abgehängt. Doch hältst du mich wie jemand, der ertrinkt. Du tust mir weh. Du tust so weh, doch nur für den Moment. Lass uns noch mal ein paar Geschichten darüber erzählen, was irgendwie so an der Zeit ist, was man so irgendwie machen kann, auch als inspirierende Sachen. Und mir ging eben noch mal durch den Kopf, wir leben ja eigentlich in einer Zeit, die jetzt mal von so einer Corona-Krise, die heftig ist, abgesehen, total gut ist. Menschen ging es noch nie so gut, den allermeisten wie heute. Lebenserwartung war noch nie so groß und so weiter. Und das, was mir gerade durch den Kopf geht, ist so ein Projekt von einer Architektengruppe, die heißt Realities United aus Berlin. Und da haben wir mal gemeinsam auch diskutiert drüber. Die haben ein Projekt jetzt, das heißt Fazit. Und die haben einen ziemlich klugen Gedanken, weil sie sagen, unsere Gesellschaft ist groß geworden durch fossile Energie. Durch Kohlekraftwerke, durch Bergbau, alles das. Und jetzt muss das abgewickelt werden, weil wir brauchen erneuerbare Energien, wir haben Klimawandel und sonst was. Aber interessanterweise haben wir überhaupt kein Ritual für die Abwicklung. Wir haben keine Verabschiedung, ja, dessen, was mal gut gewesen ist. Deshalb sind Menschen auch gekränkt, die ihre Lebensleistung investiert haben, wie das dann heißt, so ein Land aufzubauen und so. Sondern das wird einfach politisch abgewechselt, Bingo. Und dieses Fazit ist ein total, wie ich finde, total schönes Projekt, weil alle Kraftwerke haben Kühltürme. Und die haben was entwickelt, dass diese Kühltürme so Rauchringe machen, so poetische Rauchringe. Also die Älteren unter uns, die sich noch erinnern, dass man mal geraucht hat, früher, damals, sogar übrigens in Clubs. Was die bei diesem Fazitprojekt einfach machen, ist eine Form sozusagen der Poesie, der Verabschiedung des fossilen Zeitalters, indem sie die Dinger nicht einfach sagen, die müssen wir jetzt abreißen, sondern es gibt so wie bei einer Beerdigung oder wie bei Liedern, die über vergangene Zeiten sind, gibt es noch mal eine Form dafür. Die verhandeln dann auch mit Energieunternehmen und sowas, ob das realisierbar ist. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Projekt und ich glaube, das gehört mit dazu, wenn man utopisch in eine andere Zukunft will, dass man diejenigen auch berücksichtigt, die erstmal die Möglichkeiten für die nächste Zukunft gebaut haben. Ja, und das Loslassen als Teil des Entstehens. Ne? Also ja. Wir haben ja immer diese Rhetorik von die Verlierer und die muss man kompensieren. Aber im Prinzip geht es ja auch darum, wenn ich wieder systemisch denke, damit was Neues entstehen kann, muss eine andere Struktur ja nachgeben. Das heißt, wenn ich jetzt generöser bin als einige unserer Energiekonzerne, das momentan sich zutrauen, dann lasse ich vielleicht ein Braunkohlegeschäft früher los und nehme nicht ganz so viel Geld noch von Steuerzahlern dafür in Anspruch. Dann kann nämlich schneller auch etwas anderes entstehen. Und ich fände sowas total interessant, habe ich mit der Generationenstiftung mal überlegt, ob wir nicht ein riesen Beerdigungsritual eigentlich in diesen Orten mal machen müssen. So richtig
Vielen Dank. Wertschätzen, exakt. Wertschätzende, anerkennende. Ja, wirklich vielen Dank. Ja. Aber es geht im Diskurs nicht zusammen, dass ich durch Zukunftsorientierung trotzdem wertschätzende Vergangenheitsbetrachtung haben darf. Ne? Also wenn ich sage, wir müssen das lassen, weil es in Zukunft nicht funktioniert, wird mir automatisch unterstellt, dass ich denjenigen nicht danke, die das gemacht haben, von dem wir jetzt merken, dass es leider nicht mehr weiter tragbar ist. Ja, oder du machst was anderes damit. Eine andere Geschichte, die mir dazu einfällt, ist das E-Werk Luckenwalde. Luckenwalde, Kleinstadt in Brandenburg, wo es ein Elektrizitätswerk gegeben hat, ein großes, was für die Region sehr bedeutsam gewesen ist, was noch vor der Wende stillgelegt wurde aus bestimmten Gründen. Und dieses Elektrizitätswerk ist jetzt gekauft worden für kein Geld, hat nicht viel gekostet, von einem Künstler, Pablo Wendel. Und Pablo Wendel ist ein Künstler, der arbeitet immer mit Strom. Also der hat ganz lustige Sachen früher gemacht. Es gab mal die Vata-Gang, wo man aus öffentlichen Stromquellen Strom abgezapft hat, das in Batterien gespeichert hat, anderen gegeben hat und so weiter. Es geht immer um Strom, um Kunststrom. Und der hat jetzt dieses stillgelegte E-Werk gekauft und übernommen und produziert dort Kunststrom. In einer Kombination aus tatsächlich Herstellung von Strom mit aus diesen Holzschnitzelgeschichten mit einem ganz modernen Verfahren, was emissionsarm und so weiter ist, und gleichzeitig etwas, was ganz sozusagen bodennah ist. Das macht man vor Ort, produziert das dort, nimmt lokale Mittel dafür, produziert auch Strom für die regionalen Abnehmer. Und das Ganze nennt er Kunststrom. Und ich glaube, es ist eine doppelte Bewegung, nach vorne zu gucken und dabei immer mal ein bisschen den Rückspiegel im Auge zu haben und vor allen Dingen immer die Frage, wofür war das eigentlich mal da? Mhm. Ja, womit sind wir eigentlich angetreten? Auf welche Frage sollte das eigentlich eine Antwort sein, was wir gerade machen? Und ich finde, dann wird ein ganz anderer Schuh draus. Weil bei vielen Sachen, die im Moment für notwendig gehalten werden, wie der Systemrelevanz, ist, glaube ich, einfach nur die Frage abhanden gekommen. Ja, und die Perspektive ja total verdreht. Also ich finde jetzt die Debatte Lieferkettengesetz, ne? Wenn wir nochmal politisch gehen, ja total. Wenn man sich überlegt, was da eigentlich gefordert wird, ist ja einfach nur, dass ich versuche, die OECD-Leitlinien, UN-Leitlinien für gutes Unternehmertum umzusetzen. Dass ich versuche, Menschenrechtsverletzungen in der Art mit den Unternehmen, wo ich zusammenarbeite, möglichst auszuschließen. Das kann ich ja in Vertragsschlüssen versuchen herauszufinden, etc. Dass ich versuche, die Umweltzerstörung so gering wie möglich zu halten. Also einfach eine Verbindlichkeit für meine Verantwortung zu schaffen. Und jetzt heißt es auf einmal, um Gottes Willen, das geht gar nicht, das würde ja den Wirtschaftsstandort Deutschland schädigen. Anstatt dass wir umgehen und sagen, wie konnte uns das denn passieren, dass unsere ganze Wirtschaft auf Lieferketten aufgebaut ist, in denen Menschen ihre Rechte verletzt werden systematisch und wir den Planeten überausbeuten. Und dieses immer mal wieder zu überlegen, wie konnte uns das eigentlich passieren, hier hinzukommen, dass wir eine Fleischindustrie haben, die so funktioniert und wir trotzdem schreien, dass das Schnitzel gar nicht teurer werden darf. Also immer mal wieder zu überlegen, worum geht es eigentlich? Und was ist denn eigentlich das, von dem wir für uns in Anspruch nehmen würden, dass es für uns eine stimmige Lösung ist? Und dann komme ich ganz viel in eine interessante Erkenntnis, dass wir nämlich Strukturen ändern sollten, damit die unsere Werte und das, wie wir Dinge tun, wieder besser zusammenkommen. Ja, und wir können auch nochmal an den Anfang zurückkommen, weil eine der Lerngeschichten aus der Corona-Krise war ja tatsächlich, wie abhängig man wird in Krisensituationen durch diese Formen von Lieferketten, die nicht mehr nachvollziehbar sind oder die so verengt sind, dass es nur noch einen Produzenten für irgendein Arzneimittel irgendwo in Asien gibt. Und wenn der Verkehr nicht mehr stattfinden kann wegen Corona, dann gibt es das Arzneimittel nicht mehr. Das heißt, unsere Gesellschaften werden immer weniger widerstandsfähig, je intransparenter und je weitläufiger diese Lieferketten sind. Und insofern schließt sich da sogar wieder der Kreis. Und das ist ja die Frage, wie viel Transparenz möchten wir denn in der Art und Weise, wie wir die Dinge organisieren, sicherstellen? Und ab welchem Ausmaß von Intransparenz sollte man sich fragen, ob die Lösung gut ist, selbst wenn da noch so viel Wirtschaftswachstum hinten rauskommt? Harald Mayer, wenn wir jetzt am Schluss mal so resümieren und uns auch noch vor Augen führen, dass die Sophie noch ein Lied für uns hat, das da heißt, there is still pain left. Also es ist noch ein ganz kleines bisschen Schmerz ist noch da. Wir haben ja nicht alles lösen können, ne? Also wir haben uns bemüht,
aber es tut mir leid, euch sagen zu müssen, ihr habt nicht die Probleme der Welt heute Abend wieder alle umfassend gelöst. Ihr hattet gute Gedanken dazu. Nicht wirklich. Aber ist es nicht dieses kleine bisschen Schmerz, das letzten Endes dann auch verursacht, dass wir uns weiter diese Fragen stellen, die du da ja aufgeworfen hast, unter anderem, Maya? Du meinst, ohne Schmerz würden uns die Fragen nicht stellen? Genau. Ist auf jeden Fall ein guter Impuls. Ich glaube, es gibt so drei klassische Impulse, wie wir Veränderung tragen. Das eine ist, das darf nicht mehr sein. Ne? Also so ein Schreckmoment gibt es schon auch. Oder so eine moralische Überzeugung, dass das nicht mehr tragbar ist. Das hat Amartya Sen in seinen Studien zur Gerechtigkeit sehr gut nachgezeichnet. Und ich glaube, das war so der Fridays for Future-Moment auch ein Stück weit. Ne? Das ist auf einmal hieß, ihr raubt uns die Zukunft. Und dann dieses Gefühl kommt so, uff. Da tragt jetzt wirklich eine Generation die Folgen aus von unserem Handeln, die ja nichts dafür kann. Also das ist so ein moralisches Moment. Und das andere ist natürlich dieses innovative Moment. Das ist so, das wäre doch total geil, wenn das ginge. Ne? So dieses, und ich bleib da dran. Und ich will das jetzt versuchen. Und dann gibt es ganz viel auch das nachahmende Moment. Und das ist ja die Suche nach diesen Lösungen. Ne? Wo hat denn eigentlich schon mal was funktioniert? Wie haben die das eigentlich gemacht? Auch wenn das ging, dann kann ich das eigentlich auch. Und ich glaube, da kann sich jede und jeder auch von der aktuellen Verfasstheit heraus, manchmal ist der Pain ja größer, bei mir wird der gigantisch, wenn ich ganz wenig geschlafen habe. Und dann kommen wieder nach so drei Tage Ruhe vielleicht so, das wäre doch geil, wenn das geht, Momente. Und dann bin ich sehr dankbar, wenn ich bei anderen sehe, die haben das schon mal gemacht und ich mache das einfach ein bisschen nach. Ja, darf ich was dazu sagen? Ja, aber wenn wir am Schluss rauskommen mit dem Satz, es wäre geil, wenn das noch ginge. Es wäre geil, wenn das noch ginge. Kann ich mühelos am Ende noch bringen. Ich weiß noch nicht, warum. Aber ich würde auch sagen, dass mit dem Pain muss nicht unbedingt sein. Weil das verstellt auch ein bisschen die Optik, weil es immer so aussieht, als müsste was Negatives im Hintergrund stehen, damit man was Positives tut. Und ich zum Beispiel finde eine autofreie Stadt auch total super, wenn es keinen Klimawandel gibt. Ich finde ein besseres soziales Verhältnis der Menschen untereinander total super, auch wenn es keine AfD gibt. Ja? Also ich brauche nicht eine negative Begründung, um mir eine bessere Welt auszudenken. Und insofern finde ich Pain manchmal etwas überbewertet. Also aber das soll jetzt um Camp, Gottes Willen. Das wäre doch geil. Was? Du bist voll im Camp, das wäre doch geil. Das ist doch super für wie heute. Im Camp? In welchem Camp? Na, du hast dich für die Strategie im Moment entschieden. Du brauchst gerade keinen Pain. Ich habe das gar nicht jetzt mitgekriegt, aber gut. Du solltest auch deinem Gegenüber zuhören. Das ist das erste Moment von Dialog. Leute, das ist ein guter Ausstieg für unser Gespräch. Das gebe ich uns allen mit auf den Weg. Du sollst doch deinem Gegenüber zuhören. Das löst viele Probleme, glaube ich, auf die lange Sicht. Ich sage vielen herzlichen Dank, Maya Göpel, Harald Welzer. Vielen Dank, unser wunderbares Publikum. Und vielen Dank, Sophie Hunger, auch für diese letzte Musik. Alles könnte gut sein. Schönen Abend noch. My man, you say there is still pain left. Still glass that is not broken. There are still some blows you kept from taking. Still trains and planes you have not missed. There are still wars you've not applied for. Still accusations you've not made. Some parts you say are still, they're still alive. You kiss your nightmares everywhere, everywhere, yeah. You feel your nightmares everywhere, everywhere, yeah. You touch your nightmares everywhere, everywhere. Why can't you see? You could be kissing me. Say there is still pain left, still more wicked panic attacks, your panic attacks, your fucking panic attacks, yeah. There are still some accusations.
and there's still a darker black. You kiss your nightmares everywhere, everywhere, yeah. You feel your nightmares everywhere, everywhere, yeah. You touch your nightmares everywhere, everywhere, yeah. Why can't you see? You could be, you should be. Tu pourrais, tu devrais, du könntest, du müsstest, du dürftest. Kissing me.